Der hat mich gesehen. Duras, hilf mir. Duras! Ich helfe dir! So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Elex. Jawohl. Gut, wir sind noch hier draußen in der Wildnis mit unserem guten Freund, dem Duras, dem Mörder, wohl bemerkt, und wollten uns jetzt gerade auf dem Weg zum Ragnar machen, um ihn zu berichten vom Mord. Und wir sind uns ja einig, dass wir Duras nicht verpetzen wollen. Ich könnte mich zwar jetzt porten, aber ich möchte lieber laufen. Vielleicht finde ich noch unterwegs ein paar Wildtiere, die ich abschlachten könnte, um Erfahrung zu sammeln. Oder halt allgemein hier so Sachen wie halt Pflanzen und das übliche Pipapo halt, ne? Oh, was ist denn da unten? Eine Höhle. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Wie gesagt, wir haben uns halt... Leute. Verdammt. Der hat mich gesehen. Duras, hilf mir. Duras! Ich helfe dir! Komm schon, greif ihn an! Ja! Oh, das Vieh geht aber auch auf. Oh, das ist aber auch böse, das Tier. Das ist aber auch böse, das Vieh. Schieß doch! Hälfte haben wir. Dreh dich bitte nicht um. Komm schon, den schaffen wir. Mal ein bisschen Action hier, Mann. Komm schon. Wo will denn das hin? Jawoll! 50 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht für so einen Mob. Alter Skex. Für mich ist das ein Raptor. Wow, drei Federn. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Dass wir Duras nicht verpetzen wollen, weil wir den ja weiterhin als Begleiter gern haben würden. Weil wir sehen es ja gerade, was der Typ raushaut. Den kann man einfach gebrauchen momentan. Aber wir sollten auf jeden Fall ihm nicht zu lange den Rücken zukehren. Wir wissen halt nie, was der im Schilde führt, der kleine Mann hier, ne? Oh, was haben wir hier? Elixidader. Oh nee, wir haben den Presslufthammer ja verkauft, ich Depp. Sonst hätten wir das jetzt abbauen können. Oh, so mühsam. Na gut, egal. Ich tue auf jeden Fall schon mal den, dass ich das hier zumindest mal in die richtige Richtung laufen. Den Wegepunkt hier oben setzen. Und ja. So. Aber wie gesagt, mit Duras haben wir schon einen wirklich guten und 10 Begleiter an unserer Seite. Aber es wird halt Zeit, dass wir langsam auch mal ein bisschen weiterkommen hier, ne? Ein bisschen neue Ausrüstung, neues Schwert, neuer Bogen. Du, das muss alles her. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Okay. Hier haben wir noch eine Pflanze. So. Du, 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 du. Oh, wir laufen noch vollkommen in die falsche Richtung, merke ich gerade. Wir müssen ja da hoch. Ja, ich glaube, viel mehr wird hier unten aber auch nicht mehr auftauchen. Doch, da hinten haben wir was. Mach ich platt. Ja. Sehr gut. Also ich merke auf jeden Fall, dass unsere Schüsse auch immer stärker werden. Ich kann mich erinnern, dass hier unten irgendwo Banditen waren. Dass hier die Stelle war, wo wir sonst immer runtergesprungen waren und dass dann im Wasser hier irgendwo Banditen eigentlich waren. Aber lassen wir das mal dabei. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Los! Tja! Wie das mit den Kombos funktioniert, weiß ich halt immer nicht. Leute! Mach ihn fertig, du das! Oh Gott!
Also jetzt müssen wir halt echt langsam aufpassen. Wir haben nicht mehr viele Leben. Und hier hinten war auch noch so einer. Ist der beim Wasser unten? Wo war denn der? Ich weiß es nicht. So. Ich höre hier doch was. Ich will das Risiko nicht eingehen. Ich laufe weiter. Vor allem unser Radar oben rechts ist noch rot. Das heißt, hier sind sicher noch Feinde in der Nähe. Aber gut. Wir haben es geschafft anscheinend. Ich habe das Gefühl, wir haben auch viel, viel mehr Ausdauer inzwischen als im Vergleich zu Anfang. Wir können auch viel länger sprinten. Gut. Also. Steck die Waffe weg. Ja, tut mir leid. Nein, ich will keinen Ärger. Chill. Chill, Bruder. Chill. Ich möchte nur meine Ware schnell verkaufen. Ein paar Pfeile kaufen. Das übliche Tralala halt, ne? So. Hey, du. Wo sind die? Die pennt. Komm, wir wecken die mal. Warum weckst du mich? Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ja, für das hast du natürlich immer Zeit, ne? Aber egal. Also, rohes Fleisch verkaufen wir. Mächtiger Heiltrank, großer Heiltrank, das heben wir auf. Die Pflanzen verkaufen wir. Knochen, Dietrich heben wir auch auf. Sehr schön. Was hatten wir denn hier noch? Ring des Berserkers. Den können wir dann gerade auch noch anziehen. Sehr schön. Also, gern wieder Pfeile kaufen. Ich glaube, die hat täglich wieder neue Sachen. Immer wieder wird es bei ihr aufgeladen. Hammer. Guck mal, mein Presslufthammer. Ich kaufe den wieder zurück. Gut. Handel akzeptieren. Okay, wie gesagt, wir haben jetzt noch einen Ring gekriegt. Wo war das gewesen? Oh, wir sind auch wieder Level Up, sehe ich gerade. Stärke. Ich schaue jetzt mal, Leute, was wir für das Kriegsrent benötigen. 40 Stärke und 33 Geschicklichkeit. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen. 40 Stärke. Nee, reicht nicht. Aber es werden immer zwei verbraucht, um eins hochzusetzen. 40 Stärke. Dann hauen wir die Geschicklichkeit noch ein bisschen hoch, weil wir kämpfen ja eh erstmal. Lass dir ja nicht einfallen, etwas einzustecken. Nee, schon nicht. Du musst keine Angst haben. Oh, hier können wir das erste. Skillen, Fernkampfwaffe. Erhöht den von dir ausgeführten Fernschadenwaffen mit jeder Stufe. Benötigt aber noch 15 Intelligenz. Kann ich nicht machen. Dann sparen wir noch, oder? Schlösser knacken. Ich würde hier noch ein bisschen warten, was die Talentpunkteverteilung betrifft. Glaube ich. Waffe verzaubern. Boah, ey, was man hier alles machen kann. Ich freue mich drauf, Leute. Hast du dich verlaufen? Ja, chill. Ich freue mich drauf, Leute. Auf hoch zum Ragnar. Noch schnell den Heiltrank nehmen. Wir haben nicht mehr so viele Leben. Wo war das jetzt? Ach. Mächtiger Heiltrank hier. Voller Leben. Und hoch zum Ragnar. Ja, wie gesagt, wir werden durchaus verteidigen. Und werden aber dafür, dass wir ihn nicht verpetzen, seine Belohnung abstauben. Sei gegrüßt, Nachtwache. Wir sind nur auf der Durchreise. Okay. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was der Ragnar zu sagen hat. Warum schleichst du hier herum? Ob er das ernst gemeint hat? Das ist ein sehr gutes Problem. Nicht nur leichtgläubig. Also, Ragnar. Hier. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann.
Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Hier, ich kann dir über den Mord von Asgore erzählen. Ich kann dir über den Mörder von Asgore erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Jetzt können wir es aussuchen. Siehst du hier, Duras selbst ist der Mörder. Die Spur ist kalt, der Mörder ist schon über alle Berge. Und der Drecks... Also Duras wollten wir ja nicht verraten. Aber jetzt können wir Barin dem Mord in die Schuhe schieben. Oder wir können auch einfach sagen, dass die Spur kalt ist. Duras wollte es ja Barin in die Schuhe schieben. Ich denke mal, das Barin. Das mit Barin nehme ich. Der Drückeberger Barin war es. Er hat sich im Gespräch mit mir verplappert. Jetzt prahlt er überall mit seiner Tat. Oh, ich hab's doch gewusst, dieser faule, undisziplinierte Bursche. Ich werde sofort einen Trupp zu ihm schicken. Nein, warte. Du hast ihn überführt. Du wirst ihn richten. Mit Vergnügen. Das ist geil. Ja, und mach schnell. Dieser Mistkerl verdient es nicht, weiter auf diesem Planeten zu wandeln. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Okay, komm, dann machen wir das jetzt als nächstes. Boah, wir können den hinrichten. Lass den Unfug. Das sag ich auch immer. Rachefeldzug. So nicht. Was? Ich bin mal weg, Leute. Galax hat mich verraten. Mehr noch, er hat versucht, mich zu töten. Ich werde nicht eher ruhen, bis er von... Ah, das ist der, wo mich umgebracht hat am Anfang. Das ist was ganz anderes. Hier ist es. Warlord Ragnar will, dass ich den Berserker Barin für den Mord an Asgore zur Rechenschaft ziehe. Machen wir, Leute. Lass den Unfug. Also Duras, komm, da brauchen wir jetzt Duras auf jeden Fall. Alleine schaffe ich das ja gar nicht. Und ja, genau. Nehmen wir eine Abkürzung querfeld ein. Das wird jetzt richtig übel. Vorher abspeichern, sicher mal nicht vergessen. So, ich bin gespannt, wie stark der ist. Kommt Duras überhaupt nach? Wo ist denn der? Okay. Oh, da unten ist ein Wolf. Scheiße, nicht gesehen. Oh, dieser Bastard. Duras, helf mir. Ey, scheiße, jetzt sind wir auch noch die scheiß Kopfhörer. Wer rechnet denn damit, dass die scheiß Viecher immer noch so stark sind? Leute, ey. Ich bin jetzt auch nicht mehr Level 1. Was macht er da? Ich bin Stufe 6, ja? Klar, keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht, aber kann doch nicht sein, dass der mich so auseinander nimmt. Scheiße. Gibt es einen schnelleren? Wie kann man sich auch porten? Ja gut, höchstens dahin. Und dann laufen wir den Rest runter. Ei, was ein Müll!
Bogen gezogen halten diesmal. Hier sind Feinde in der Nähe. Ich muss die aber killen, weil ich brauche ja auch die Erfahrung. Oh, hier waren wir am Anfang gewesen, wisst ihr noch? Wo wir die Leichen, die 5 Stück gesucht haben. Scheiße. Bin schon da! Ja, kein Ding. Hab's allein geschafft jetzt. Auf jeden Fall die Waffe gezogen halten. Ist doch nicht normal. Macht er einen Schlag. So. Guck mal, ob das von hier treffen. Achtung! Wo steht das noch jetzt? Da ist auch noch eins? Nee, da ist keins mehr. Bin schon da! Ja, guck das doch mal an! Hey! Ich brauche eine Rüstung! Leute! Das ist ein Huhn gewesen! Scheißdreck! Ich habe doch noch einen Trank, oder? Ah, die Pflanze. Oh, cool, die kann man auch essen. Leute, das war ein scheiß Huhn. Was schreibt denn jetzt schon wieder, Mann? Scheiß Huhn, Leute. Oh, hier sind wieder Feinde in der Nähe. Da liegt ein Totes noch von uns. Ich sehe nichts. In diesen Graben gehe ich da nicht rein. Das letzte Mal war ja dieser scheiß Raptor da drin, ne? Nochmal lege ich mich nicht mit so einem Vieh an. Also vorerst nicht zumindest. Barin. Okay, hier müssen wir drüber. Scheiß Huhn. Geht mir immer noch nicht in den Kopf rein. Da hinten ist wieder Freiwild. Gut, das hat schon mal gespeichert. So. Das Vieh mache ich platt. Ich weiß aber auch nicht, kann man einen stärkeren Schuss irgendwie auch machen? Ich meine, hier links habe ich ja... Kann ich da irgendwie wechseln zwischen diesen Schüssen? Nicht, gell? Also, ne, Mausrad auch nicht. Mit den Tasten auch nicht. Mit denen auch nicht. Nö, also... Ja, komisch, ne? Okay, wir sind jetzt bei Barin angekommen. Oh, ein schickes Auto. Das ist doch ein Fort, oder? Zeugen einer längst vergangenen. Oh, da kommt was, Leute, da kommt was. Ah, eine Ratte. Trotzdem, ich wette mit dir, die macht einen Schlag, ich bin tot. Das wollte ich gar nicht ausprobieren. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Rüstung, daran liegt es. 100 Pro. Also, Barin. Schnell abspeichern vorher. Spielstand speichern. Speichern, ja. Halt dich kurz, ich bin müde. Warlord Ragnar schickt mich. Warlord Ragnar schickt mich. Du sollst für den Mord an deinem Freund und Waffengefährten Askor bestraft werden. Nein, ich bin nicht der Mörder. Duras war es. Dein Gewinsel hilft dir jetzt auch nicht mehr. Woher weiß denn der das? Wir können uns doch irgendwie einigen. Bitte. Wenn ich dich erledigt habe, nehme ich mir die Beute einfach. Das ist gut. Wenn ich dich erledigt habe, nehme ich mir die Beute einfach. Nein, nein, verfluchter Söldner. Und jetzt? Ich hole ich mir. Ah! Oh, lass mich nur machen. Ah! Ah! Yeah!
Jawoll! Keine Chance. 100 Schwefelbrocken, 36 mal Elixid. Wow. Hat sie noch was? Nee. Halbpflanze, Dietrich. Kleiner weißer Stein, weiß man jetzt noch, das ist für Waffenverzauberung wahrscheinlich. Ah, wir haben ja noch den Ring, den Berserkerring. Hier. Genau. Fehlendes Talent. Aha. Talent Berserker. Ja, easy, okay. Gut. Auftrag ausgeführt. Jetzt wieder zu Ragnar, nehme ich an, oder? Mal schauen, was uns der gute Ragnar nun zu sagen hat. Nee, ist eindeutig fertig. Also, was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Ah, immer noch der Scheiß, stimmt ja. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Easy, dann rede ich mal mit Duras. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Gut. Duras bleibt mal ganz sicher bei uns. So dumm bin ich nicht, dass ich quer durch die Pampa laufe. Also ich brauche noch Aufgaben. Fragen wir mal hier im Clanhaus nach. Da. Heilerin Gormak. Was willst du? Ah. Nein, der hat nichts wirklich. Eine Wache. Was hast du hier zu suchen? Eine Wache. Nichts Besonderes also. Die schlafen mit Rüstung. Na gut. Schauen wir mal hier in dem Clanhaus nach. Wo schläft denn der? Hä? Hier ist ja gar keiner. Was ist hier los? Mach das ja nicht nochmal! Du hast hier nichts. Mach das ja nicht nochmal! Wo kommen die? Du hast hier nichts zu suchen. Ah, da ist ein Doppelbett. Ja, chill, ich hab doch gar keine Waffe. Jetzt verschwinde! Angrim. Du schreist ja danach. Okay, chill. Ich geh. Mach das ja nicht nochmal! Hey, greifen die mich an? Ey, kommt mal runter! Ist es denn ihr Ernst jetzt? Rennen die mir nach? Ich hab nicht mal meine Waffe gezogen. Ich wollte nur wissen, wie es denen geht. Ey. Nicht normal, die Leute. Oh, was haben wir denn hier oben? Hier waren wir ja noch gar nicht. Ah, das könnte der Ausgang sein, oder? Wo sind wir? Hier. Ja, viel gibt's hier aber auch nicht mehr. Ah, nee. Oh, was haben wir hier? Da bin ich anderer Meinung. Setzerin. Manche Dinge lässt man besser vergraben. Ich habe gerade keine Zeit. Werker. So kann es doch nicht weitergehen. Das musste ja schief gehen. Hier könnte der Waffenschmied sein. Ist mir zu heiß. Aber es ist ja Nacht. Gut, okay, Leute. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt und wir sind auch schon am Ende jetzt angekommen, glaube ich. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mich ja unterstützen mit einem kleinen Like oder einem Kommentar oder vielleicht sogar auch mit einem Abo. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Und sonst bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.